Hi Leute, hier ist Sebastian Glöckner und ich bin heute mal in Bonn hier auf dem Petersberg. Ihr seht es ja mit der Drohne, die ich hier nebenbei noch oben drüber fliegen lasse. Und ich beantworte mal eine Frage, und zwar hatte jemand gefragt, was passiert eigentlich mit einem Online-Kurs, wenn man stirbt, also wenn jemand gestorben ist. Und was passiert dann quasi mit deinen Online-Kursen? Erbt die dann jemand oder auch diese laufenden Einnahmen? Das ist ja schon relativ viel, ne? Wenn es dann halt Leute gibt, ne, wenn du halt dann nach ein paar Jahren so vierstellige Umsätze hast oder vielleicht auch fünfstellige Umsätze, dann ist halt die Frage, was passiert damit quasi, wenn es dich nicht mehr gibt? Und ich weiß es natürlich nicht ganz genau, aber ich kann ein bisschen was dazu sagen, weil ich nämlich auch vor ein paar Jahren was so einen Nachlass geerbt habe, leider, aber halt, da musste ich mich halt darum kümmern und da weiß ich das so ein bisschen. Also, das ist damals so gewesen, die haben mir halt einfach gesagt, so, sie sind jetzt der Erbe und fertig. Und dann musst du dich selber halt erstmal, dein Erbe muss sich halt selber erstmal drum kümmern. Ne? Der Erbe muss dann halt beim Amtsgericht einen Erbschein beantragen, ne, so ein Todesschein oder wie das heißt oder so. Und dann kriegst du halt einen Erbschein, das dauert 2, 3 Wochen. Und dann hast du, das ist ein amtliches Dokument und da musst du halt einen Eid schwören, dass dir, dass es keine anderen Kinder gibt oder sonstige irgendwelche Anteilsberechtigten, die dir bekannt wären. Und dann gehört dir quasi alles. Und mit diesem Erbschein kannst du halt zum Beispiel zu den Banken hingehen und kannst dann halt dein Recht geltend machen. Das heißt, es werden dann halt die ganzen Konten übertragen, du kannst das Auto abmelden, du kannst die Wohnung, wird dann halt auf dich umgeschrieben, wenn du eine Wohnung geerbt hast. Und ich gehe doch mal davon aus, dass das bei den Online-Kursen dann halt so ähnlich ist. Ich meine, ich gehe einfach mal davon aus. Ne? Ich habe ja auch damals von dem, wo ich geerbt habe, auch die ganzen Bitcoin-Konten und so das ganze Zeugs da, das war jetzt nicht viel, ne? Aber ich habe das halt dann alles auf mich übertragen lassen. Und beim Erben ist eher das Schwierige, dass man gar nicht so genau weiß, ob man nicht auch Schulden geerbt hat. Ne? Weil man hat da zum Beispiel vielleicht auch mal ein eBay-Konto, wo Minus drauf ist, oder hier und da mal ein Girokonto, wo Minus drauf ist, oder vielleicht ein großer Kredit. Das musst du ja auch alles bezahlen. Na, das musste ich auch. Und also ich gehe mal davon aus, dass es auch da so sein wird, dass du dir halt, du musst dann halt Udemy anschreiben und denen halt sagen, du bist der Erbe. Oder deine Erben müssen das machen. Einfacher ist es übrigens, wenn du, weil der Fragesteller hat gefragt, was passiert, wenn er stirbt, wenn du deinen Erben irgendwo in einem Briefumschlag das Passwort und so hinlegst, weil dann können die sich nämlich schon mal, ich weiß nicht, ob das legal ist, aber wenn die schon mal Zugang haben, müssen die gar nicht auf den Erbschein warten. Dann können die sich direkt einloggen, können direkt das Konto umstellen auf PayPal oder so, auf ihr PayPal, und da wird ja Udemy nichts dagegen machen. Weil du bist ja dann, du hast ja dann deine Zugangsdaten und dann kannst du machen, was du willst. Also ich würde empfehlen, also meine wirkliche Erfahrung, schreib den Zugangsdaten auf für deine Erben, dass die das dann, sag denen halt, oder dass die das irgendwie finden oder so, wenn du nicht mehr lebst. Und dass die dann halt sich selber Zugang verschaffen können und das alles verwalten und ändern können. Und natürlich müssen das auch diejenigen sein, die es auch wirklich erben, sonst gibt es ja nur Streit, das ist klar. Ne? Und danach halt dann, ich weiß gar nicht, ob Udemy einen Erbschein haben will, wenn, ich weiß ja noch nicht mal, ne, wenn du Zugangsdaten hast, hast du die Zugangsdaten, fertig. Ne? Aber so rein theoretisch müsste man es halt so machen, dass du halt wirklich eine E-Mail schreibst an die Firma oder ne, Digistore von mir aus. Also er hatte, glaube ich, wegen Udemy jetzt gefragt, aber du würdest halt dann bei Digistore fragen und sagen, hey, ich bin der Erbe. Und bitte alles umstellen. Ja? Und einen Tipp noch für die Erben, sobald, das ist wirklich ganz blöd, so, es ist gut als Erbe, wenn du Zugang hast zu den Bankkonten von dem Verstorbenen. Und sobald die Bank weiß, dass derjenige gestorben ist, das Konto sofort gesperrt. Und das kann zu, also ich meine Girokonten, das kann zu Problemen führen, weil das nervt halt, wenn dann noch irgendwelche, wenn du das Konto noch benutzt oder zum Beispiel, wenn das Konto gesperrt wird, bevor du das Geld abgehoben hast. Also da, das ist nochmal so ein kleiner Extra-Tipp. Das wäre nicht schlecht, wenn der Erbe sich das Geld schon abhebt, wenn das kann, und danach erst das Konto sperren. Aber wenn du die Tannen und so nicht hast, geht das ja. Geht ja auch das nicht.
Ne, also es hat alles seine Richtigkeit, es funktioniert alles reibungslos und das wird auch bei Udemy und Digistore reibungslos funktionieren. Es dauert aber halt ein paar Wochen manchmal, bis sie alles umgestellt haben. So, ich hoffe, ich konnte dem Fragesteller und ein paar anderen auch damit helfen. Ich hoffe, dass wir alle noch lange leben und das halt nicht brauchen. Ich kenne aber einen Udemy-Dozenten, der gestorben, also ich kannte ihn nicht persönlich, aber damals 2016, der gestorben ist. Und da hatten die das irgendwie so gemacht, dass ein Freund von ihm, anscheinend hatte der keine Familie oder so, ein Freund von ihm hatte dann das Udemy-Konto gekriegt. Das ist natürlich auch ein sehr nettes Abschiedsgeschenk. Okay Leute, dann macht's gut und bis bald, euer Sebastian.